Senti, kommst du jetzt endlich? Ja, Sentine, ich komme ja schon. Ich hole ganz kurz die Einkaufsliste. Endlich gehen wir jetzt mal nach ganz, ganz langer Zeit einkaufen. Wird auch mal Zeit. Und jetzt werden wir sofort zum Supermarkt gehen. Los, los, los. Ach, immer muss ich auf euch warten, Leute. Hey, du musst auf mich warten. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santix-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freund, ihr seht es, ich gehe gerade zusammen mit meiner Familie einkaufen und wir erledigen endlich nach langer Zeit mal hier den Einkauf. Das war eigentlich deine Aufgabe und jetzt müssen wir alle mitkommen. Genau, Sentino, Sentina und Sentine. Los, los, los. Hopp, 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 hopp. Los, los, los. Wir müssen jetzt hier alles sofort einkaufen. Was haben wir hier, Freunde? 5 Liter Milch. Wir haben Karotten, Äpfel und Klopapier. Ja, Klopapier, Klopapier. Du sagst es, Sentina. Da würde ich sagen, los, los, los. Wir gehen jetzt sofort hier einkaufen. Ab geht's. Und ich hoffe, die haben hier überhaupt alles. Ja, genau, Sentina. Warte mal, wer ist denn so hinten? Oh, schön warm ist es hier am Lagerfeuer. Ach, ich bin hier ganz alleine. Niemand will mit mir befreundet sein. Ich weiß nicht, das ist irgendein komischer Mann oder sowas. Ja, Papa, Papa. Das ist nicht dein Papa. Onkel? Auch nicht dein Onkel. Opa. Nein, Sentina. Ihr müsst auf jeden Fall nicht dahin gehen, okay? Auf gar keinen Fall zu diesem misskomischen Opa da gehen. Hast du verstanden, Sentino? Ja, okay, Papa. Der ist echt gruselig, der Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, los, kommt doch her. Keiner will mit mir spielen. Ugh, ist das kalt. Naja, ist ja doch egal, würde ich sagen. Komm, 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 Leute. Wir gehen rein und schönen guten Tag. Hallöchen, was darf es einmal sein? Alles gut, wir schauen uns ja ein bisschen um, Freunde. Was haben wir hier? Wir haben einmal 5 Liter Milch. Die sollten genau hier drin sein, Freunde. So 5 Liter, perfekt. So, dann machen wir da direkt einen Haken hin. Dann haben wir 5 Karotten. So, wir nehmen einfach hier die ganzen Karotten mit. Dahinter machen wir natürlich auch direkt einen Haken hin. 3 Äpfelchen, 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 Äpfelchen. Hier, Senti. Genau, wir nehmen mal heute die roten Äpfel. Habe ich ein bisschen mehr Lust auf, als die grünen Äpfel. Und Klopapier. Ich glaube, Klopapier finden wir hier nicht hier drin. Ich glaube, hier ist nur so Essensabteilung. Ich würde sagen, wir können aber das hier nochmal mitnehmen, Freunde. Das ist ja auch sehr, sehr köstlich, auch mit Salat und sowas, oder? Ja, genau, dann können wir irgendwie so eine leckere Suppe machen. So eine Tomatensuppe oder so. Genau, du sagst es. Und ja, okay, das wäre es dann erstmal gewesen. Karotten, Äpfel, hier diese Tüte und 5 Liter Milch. Das macht dann einmal 20 Gold, bitte. Ja, hier, bitteschön, ich hab's Ihnen schon hingelegt. Okay, komm, Senti, wir gehen wieder. Schönen Tag Ihnen noch. Schönen Tag Ihnen noch. Und los, kommt, 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 Kleine. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Einkaufsliste erledigt. Klopapier darum können wir uns erstmal später kümmern. Aber wir werden jetzt erstmal was Leckeres zum Essen machen. Freut ihr euch schon? Miam, 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 miam. Essen, Essen. Ja, ist das kalt hier. Ich muss jetzt erstmal hier was. Block, block, block. Ja, erstmal ein bisschen trinken und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich ganz, ganz komisch und ach, ich muss erstmal wieder hier das Lagerfeuer wieder anmachen. So schön, es brennt wieder. Ha, 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 ha. Und irgendwie irgendwas passiert mit mir. Ach, ich freue mich schon. Heute Nacht wird es endlich passieren. Ich werde mich in eine geheimnisvolle Kreatur verwandeln. Aber zum Glück weiß keiner noch von meinem Geheimnis. So, Freunde, würde ich sagen, wir gehen jetzt sofort nach Hause, legen erstmal hier den ganzen Einkauf, was wir hier erledigt haben, so perfekt in die Ecke. Das sieht doch schon mal, oh, sehr, sehr köstlich aus. Daraus können wir auf jeden Fall gleich ein richtig leckeres Essen machen. Kinder, was macht ihr? Wir sind ein bisschen am Fernsehen, wir spielen ein bisschen. Wir sind gerade zu Hause angekommen, direkt wird der Fernseher angemacht. Naja, ich würde sagen, aber nur bis das Essen fertig ist. Okay, komm, Santino, dann würde ich sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall was Leckeres kochen, aber oh, erstmal trinke ich die Milch. Hey, Sandy, die hätten wir gebraucht. Wir brauchen 5 Liter Milch. Naja, jetzt haben wir nur noch 4 Liter Milch. Und wieder gewonnen. Juhu. Guck dir mal pur an. Ich gewinne jede Runde. Hey, Santino, Mann, ich will nicht mehr spielen. Hey, komm schon, Santina. Lass uns doch ein paar Runden spielen. Nein, ich möchte draußen gehen. Weißt du noch, wo Papa gesagt hat, wir dürfen nicht zu dem Mann gehen? Ich will da hingehen. Was ist mit dem? Wieso dürfen wir da hingehen? Santina, ich muss sagen, ich bin auch total neugierig. Und warte mal, Papa und Mama sind am Kochen, oder? So, jetzt ganz, ganz schnell die Karotten in den Backofen. Hey, Santi, die Karotten kommen nicht in den Backofen. Ja, die sind am Kochen. Ich will sagen, Santina, komm, wir können uns hier rausschleichen. Komm, 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 komm. Ganz, ganz vorsichtig. Die sind am Kochen, die erwischen uns nicht. Ja, okay.
wieder lass uns zum Mann gehen. Ich meine, oh, ich bin so aufgeregt. Ja, Freunde, ich bin auch so aufgeregt. Freunde, schreibt doch mal jetzt in die Kommentare. Was ist so besonders an dem Mann? Was ist mit diesem Mann? Wieso dürfen wir nicht dahin gehen? Und wenn du willst, dass wir jetzt das Geheimnis herausfinden von dem mysteriösen Mann, dann lass wieder genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alle liken. 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben. Komm schon, Santina. Ja, Santino, ich komme schon. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, ich auch. Und ist der Daut? Hallo? Da ist der Daut. Hallo, schönen guten Tag. Hey, Kinder, was wollt ihr von mir? Was macht ihr hier? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin es, Santino, und das ist meine Schwesterchen, Santina. Hallo, ich bin Santina. Kinder, geht weg von mir. Es ist gefährlich. Es werden gleich schlimme Dinge passieren. Ich warne euch. Haut sofort ab von mir. Wie werden schlimme Dinge passieren? Und, oh, es ist schön warm. Guck mal, Santina, hier am Lagerfeuer. Oh, cool. Und ich mag sie. Sind sie mein Papa? Ich bin nicht dein Papa. Kinder, ich sag's euch ein letztes Mal. Haut sofort ab von mir. Es ist gleich Mitternacht. Ich werde mich gleich verwandeln. Hä? Verwandeln? Wie verwandeln? Was meinen Sie? Haut ab sofort, habe ich euch gesagt. Haut ab. Ich darf es euch nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Ihr dürft mich dabei nicht erwischen. Oder ihr werdet aufgefressen. Och, ihr versteht es nicht, ihr versteht es nicht. Ich hab euch gewarnt. Oh nein, es passiert, rennt weg. Kinder, und es passiert. Hilfe, Hilfe. Ja, Kinder, ich hab euch gesagt, ich werde euch alle auffressen. Rennt weg von mir. Bleib still. Ja, ich werde euch alle auffressen. Santina, renn, Santina! Ich werde euch auffressen. Wo seid ihr, Kinder? Bleibt stehen. Ich hab Angst. Bitte lasst mich in Ruhe, böser Werwolf. Versteckt euch nicht von mir. Und wen haben wir denn da? Ja, dann schnapp ich mir, kleines Mädchen. Ich werde dich beißen. Bleib still. Da hab ich dich. Das hat lecker geschmeckt. Und jetzt nichts wie weg hier. Was ist passiert mit mir? Aua, Freunde. Ich wurde von einem Werwolf gebissen. Mich alles mehr. Was passiert mit mir? Hey, Kleine, alles gut bei dir? Was passiert mit mir? Wir schauen in den Vollmond rein und... Ich habe mich verwandelt in einen Werwolf. Ich werde euch alle auffressen. Das Mädchen hat sich in einen Werwolf verwandelt. Und ich esse euch alle auf. Kommt her. Lecker. Willitzer. Ich muss mehr essen. Wo seid ihr? Ich muss meinen nächsten Opfer suchen. Keiner wird mehr entkommen dem Werwolf in Santina. Und wen haben wir da? Versteckt euch nicht vor mir. Ich werde euch alle finden. Oh, ein Werwolf, rennt weg, rette euer Leben. Ja. Euch werde ich auch noch auffressen. Niemand wird mir entkommen. Bleib stehen, ich werde dich auch auffressen. Lass mich rein, mach die Tür auf, Manfred, mach die Tür auf, ihr spinnt doch. Niemand wird euch die Tür aufmachen. Reinspaziert. Hilfe, ein Werwolf frisst uns auf. Genau, Santi, schneid du die Karotten, ist mir gleich fertig mit dem Essen. Oh ja, ich schneid die ja schon. Papa, Mama, mach die Tür sofort auf. Hey, Kleine, warte mal, was macht der Kleine draußen? Hey, Santino, na, was machst du draußen? Es ist was Schlimmes passiert. Papa, Santina ist verschwunden. Wie, Santina ist verschwunden? Sie ist weg. Wir sind rausgerannt. Es tut mir so leid. Wir sind zu diesem komischen Mann gegangen und er hat sich in einen Werwolf verwandelt. Wie in einen Werwolf, Santino? Was redest du da? Papa, lass mich rein. Wir müssen sofort rein.
sehen. Okay, okay, Sentin. Und was ist jetzt mit deiner Schwester? Ich weiß nicht, wir sind weggelaufen. Wir sind einfach weggelaufen. Sie muss noch draußen irgendwo sein. Warte mal, Sentin hat sich in einen Werwolf verwandelt. Rede keinen Quatsch, Kleiner. Lüg uns nicht an. Genau, du hast deine Mama gehört und uns nicht anlügen. Nein, wirklich, ich verspreche euch das. Denti, ich würde sagen, ach, ich glaube dem Kleinen nicht. Du kannst hier weiter das Essen machen. Ich gehe schnell nach draußen und schauen. Und was da los ist, ich gehe nach der Kleinen schauen. Oh ja, geh du mal nach Sentina schauen. Ich mache auf jeden Fall das Essen weiter. Von wegen. Sentina hat sich in einen Werwolf verwandelt. Was ein Blödsinn, Kleiner. Der Mond geht langsam unter. Ach, wir werden uns gleich wieder zurückverwandeln, aber ich brauche mehr Opfer. Sentina, wo bist du, Kleine? Ach, wen höre ich denn da? Wer bist du denn? Ein Werwolf, Hilfe! Ach, bleib still. Ach, dich werde ich auffressen, Mama. Nom, nom, nom. Ah, Hilfe! Ich werde euch auch auffressen. Papa, hast du das gehört? Warte mal, das kann doch von draußen, Sentin, ist alles in Ordnung bei dir und Sentin und, oh nein, was ist denn hier los? Oh nein, bitte, Werwolf, lass mich in Ruhe. Ach, ich bin kein Werwolf, ich bin der Sentina. Warte mal, Sentina, du bist es, Sentina, nein, tu es mir nicht an, du bist nicht du, du hast dich in einen Werwolf verwandelt, bitte lass mich in Ruhe. Oh, Sentina, renn weg. Ach, komm her, ich fress dich auf. Nein. Und warte mal, Leute. Sentina, du bist wieder die Alte, du hast dich wieder zurückverwandelt. Papa, ja, da bin ich wieder. Freunde, was war das denn? Und der Mond ist untergegangen, Freunde. Das bedeutet, Sentina hat sich wieder zurückverwandelt. Oh mein Gott. Und Sentina, komm, ich helfe dir hoch. Steh auf. Oh, das war wirklich total knapp. Oh, Sentina, oh, du bist wieder die Alte und hast dich wieder zurückverwandelt. Das war total knapp. Oh ja, das war wirklich total knapp. Sentina, du hast beinahe auch noch mich gegessen. Oh, aber ich bin so froh, dass du wieder die Alte bist und dich wieder zurückverwandelt hast. Ja, ich fress euch auf. Hey, hör auf damit. Ich habe gehört, ihr seid zum alten Mann gegangen. Ich habe doch gesagt, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Geht da nie wieder hin. Ja, okay, Papa. Aber das Wichtigste ist, dass du dich auf jeden Fall wieder zurückverwandelt hast. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das war's im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.